Entdecke den Krypto-Spirit. Das ist das Thema heute in Amatas Live Talk. Und ich freue mich, dass mein Gruß heute von Paraguay nach Griechenland geht, genau auf die Insel Paphos. Zu einem Mann, der sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt und digital genial unterwegs ist. Wir tauchen mit ihm ein in seine Welt, die geprägt ist von Kryptos, Kryptowährungen, von Spiritualität. Und er hat so ein Gespür auch für innovative Ideen, für Herangehensweisen, für passive Einkommensströme und damit auch beeindruckende Gewinne zu erzeugen. Und er stellt so ein bisschen dar, wie er die Welt betrachtet. Ich freue mich, dass ich ihn heute begrüßen darf. Herzlich willkommen, lieber Stefan Groll. Schön, dass du da bist, lieber Stefan. Ja, hallo, lieber Martha. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Einklang hier. Jawohl. Ja, du bist ja noch recht jung. Mit 42 Jahren hast du bereits so eine ganze Fülle an Erfahrungen gesammelt und auch wegweisende Entscheidungen getroffen, spannende Themen entdeckt und seit einem Jahr bereist du auch die Welt als digitaler Nomade. Das kommen wir auch noch gleich drauf. Was ist dieser Begriff? Vielleicht kennt ihn auch nicht jeder. Und seit 2020 bist du schon im Kryptomarkt investiert und kennst auch hier so die Höhen und Tiefen, hast Geld verloren, gewonnen und hast dich entschieden, auch Wegweiser zu sein im Kryptomarkt, andere Menschen zu unterstützen. Und ich weiß, unser erster Kontakt kam, weil eine Freundin von mir bei dir in einem Kurs war, wo sie ganz begeistert war, wie einfach und gut du das erklärt hast. Aber bevor wir in dieses Krypto eintauchen, Stefan, erzähl ganz kurz, wer bist du so privat und wie kamst denn zu dem, dass du heute als Digitale und Nomade unterwegs bist und im Kryptobereich? Oh, okay. Ja, eine tolle Frage. Ich bin Freigeist und war schon immer ein Freigeist gewesen. Nur ist es im Laufe der Jahre immer klarer geworden, dass ich ein Freigeist bin, dass ich jemand bin, der gewisse Freiheiten leben möchte und auch muss. Ja, und dass ich habe mich jahrelang auch so wie eingesperrt gefühlt, auch in meinen eigenen Gedanken, in meinem eigenen Emotionskörper und habe immer das Gefühl gehabt, da muss noch mehr sein da draußen. Ja, und ich ganz kurz einfach, ich war auf der Sonderschule, habe 9 Jahre Sonderschule besucht, ja, also die niedrigste Form von Schule, die man in Deutschland haben kann, ja, hat mich aber nicht unterkriegen lassen. Für mich war trotzdem wichtig, weiterzugehen. Ich habe dann meine Maurerausbildung gemacht, dass ich zumindest einen Hauptschulabschluss abschließen kann. Ja, habe dann durch die Ausbildung dann eben die Hauptschule, bin dann danach tatsächlich zur Bundeswehr. Da war ich dann knapp 10 Jahre gewesen, war Ausbilder gewesen, habe hier mein Selbstbewusstsein, habe hier gewisse Dinge lernen dürfen, erkennen dürfen, habe hier mein zweites Zuhause gehabt. Und nach den 10 Jahren, 2010, war dann auch die Bundeswehrkarriere zu Ende. Und weil für mich dann irgendwo auch klar war, okay, das kann nicht alles gewesen sein, zu funktionieren, ja, wie ein Roboter, ja, und ich kann sehr gut funktionieren, also heute auch teilweise noch nicht mehr so stark, aber damals konnte ich sehr gut funktionieren. Du hast gesagt, was ich machen soll, und ich habe es gemacht ohne Mu und Meth, ja. Das war einfach so üblich und das war mein Leben und genau. So, und Bundeswehrzeit war dann zu Ende, weil ich mir dann gedacht habe, okay, das kann nicht alles gewesen sein. Ich habe mir gesagt, okay, was kannst du machen? Ja, du kannst reden, du kannst Menschen irgendwie so ein bisschen auch verkaufen, also gewisse Dinge verkaufen. Und dann habe ich angefangen, hey, Vertrieb, das interessiert mich. Habe dann mich vertrieblich ausbilden lassen, bin in diverse Firmen eben rein und habe mich anstellen lassen auch, ja, weil ich mir gesagt habe, okay, Weiterbildungen kannst du dir jetzt so nicht leisten, also lässt du dich anstellen, dann wirst du sowieso auf Seminare geschickt, etc. pp., dann kannst du eh alles lernen, das ganze Know-how, was wichtig ist, ja, und kannst es gleichzeitig umsetzen und Geld verdienen, ja, das hat dann auch einige Zeit funktioniert, aber irgendwann kam dann auch wieder so der Punkt, länger als ein Jahr, anderthalb, hat es einfach nicht funktioniert, ja, dass ich mich habe fest anstellen lassen, weil ich einfach gemerkt habe, erstens, ich bin kollidiert mit den Werten, mit dem Wertesystem im System letztendlich, ja, weil da draußen wird einfach nur verkauft, einfach tatsächlich wegen des Geldes, ja, wegen Umsätze. Und ich muss es leider so sagen, das ist weit verbreitet gewesen damals. Ich bin dann tatsächlich ein, zweimal gegangen worden, weil es einfach kollidiert hatte mit den Werten.
Und auch mit meinen private Geschichten durften einfach nicht rein. Und du hattest zu funktionieren, aber ich wollte diese Art von Funktion einfach nicht weiterleben. Genau, also Geld war dann einfach für mich nicht alles gewesen an dem Punkt. Ja, und im Laufe der nächsten 10 Jahre, sage ich mal, bis 2020, habe ich sehr viel gelernt. Ich habe auch Coaching-Ausbildungen gemacht, Trainerausbildungen. Ich habe dann auch für Samsung, Huawei als Trainer aktiv gewesen, habe quasi dann eben Produkttrainings gemacht und auch Verkaufstrainings, Coaching-Ausbildungen im Bereich Kinder- und Jugendcoach. Das war so mein Anfang gewesen damals, 2013, 14. Als Kinder- und Jugendcoach habe ich auch eine Zeit lang praktiziert, bin dann aber übergegangen zu Erwachsenen, habe dann das ganze spirituelle Thema mit reingenommen, und weil mich das einfach so fasziniert hat, mit meiner Freundin zusammen, mit der ich seit 2014 zusammen bin. Jetzt im Februar sind es dann 10 Jahre. Und von ihr habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen, ja. Und auch genau diese ganzen Geschichten mit Energie, mit Heilung und das ganze Heilerausbildungen habe ich dann auch noch mitgemacht. Also ich habe mich Okay. durch die Bank weg ausbilden lassen und auch einiges anwenden können in meinen Coachings oder auch in meinen Gesprächen. Ich habe immer die Verkaufsgespräche oder die Verkaufstrainings auch immer ein bisschen anders geführt, ja, als so der herkömmliche Vorgang. Und ja, und so kam es letztendlich durch diese ganze spirituelle Entwicklung, durch dieses Erkennen von, da gibt es noch etwas, ja, da gibt es noch mehr als das, was ich bisher kennengelernt hatte. Ja, da gibt es noch mehr als so dieses Elternhaus und ich muss das jetzt alles so weiterleben. Und nee, ich habe gelernt, okay, ich kann Entscheidungen treffen. Und hey, wenn ich Entscheidungen treffe, dann kann sich was verändern. Hey, und wenn sich was verändert, dann weiß ich letztendlich auch, dass ich letztendlich die Entscheidung getroffen habe. Und dann verändert sich das auch. Ja, also ich habe dann festgestellt, dass wenn ich etwas verändere, dann verändert sich meine Wahrnehmung, dann verändert sich natürlich auch mein Umfeld. Es hat sich so viel verändert. Und das hat letztendlich dann auch dazu geführt, dass ich gefestigt war, dass ich ein gewisses Fundament bekommen habe. Ich hatte natürlich auch in den Jahren auch nicht immer, war nicht alles toll. Ja, ich hatte auch zwischendurch eine Beziehung. Ich war ja 15 Jahre mit einer 10 Jahre älteren Frau zusammen. Mit der habe ich dann auch eine Tochter, die mittlerweile 21 ist. Ja, und 10 Jahre verheiratet davon. Also ich habe quasi schon sehr früh angefangen. Ne? Anfang 17 hatte ich dann schon meine eigene Ziehtochter noch, ja, gerade selber aus dem Elternhaus raus. Und das hat mir auch schon sehr viel mitgegeben und damals schon 2011 meine erste Entscheidung getroffen, dass ich sage, okay, da ist noch mehr. Dieses typische gesellschaftliche Leben, das hat mir nichts gegeben, ja. Und auf Kosten der Familie wollte ich das nicht weiterleben. Es war einfach sehr, sehr viel Wut, sehr viel Aggression, sehr viel. Das hat sich halt einfach so auf die Familie auch drüber gestürzt. Und das wollte ich auch nicht mehr. Und damals sah ich für mich einfach keinen anderen Ausweg, als zu sagen, eine Entscheidung zu treffen, okay, ich trenne mich aktuell von der Familiensituation, von diesem gesellschaftlichen Konstrukt leben, ja, so wie sich das andere vorstellen, ja, schon morgen wissen, wann ich aufstehen muss, wann ich abends fertig bin mit Arbeiten und dann wieder denselben Rhythmus mit Essen gehen, dann Fernsehen gucken, schlafen und dann wieder, ne? Ja. So, und so ging das dann eben, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Das war so meine erste, härteste Entscheidung. Ja, und dann ging es halt nochmal in eine andere Beziehung und die hat mir dann auch nochmal einiges aufgezeigt und noch ein paar sehr schlimme Dinge aufgezeigt, so mich auch nochmal stockvoll konfrontiert mit meinem inneren Selbstwertgefühl, mit meinem Selbstbewusstsein. Und so ging meine ganze Transformation im Grunde genommen los. Und das führt letztendlich dann zu 2020, nachdem ich dann viele, viele Jahre auch in Begleitung mit meiner Freundin, die natürlich nach wie vor mein bester Mentor ist, ja, dass ich viel gelernt habe und dass ich 2020 dann auf Basis des Fundaments, was ich eben gebildet habe, das Selbstbewusstsein, was ich entwickelt habe, dann immer dieses Wiederaufstehen, dieses Ziel, einfach weiterzumachen. Ja, ich habe ja 2009 auch mein erstes Buch rausgebracht. Ja, und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich hier Menschen einfach ein Beitrag sein mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, in Kombination mit
mit Business, mit Privatleben, Spiritualität. So, und 2020 kam mir dann diese interessante Situation, die wir in der Gesellschaft dann bekommen haben. Und da hat sich im Grunde genommen alles nochmal alles verändert, ja. Und ich möchte eins dazu sagen: 2020, als dann diese besagte Situation dann entstanden ist, habe ich für mich an dem Tag, wo es ausgerufen worden ist, tiefen Frieden gespürt. Ja, das war so das erste Mal nach langer Zeit, dass ich gespürt habe, okay, das darf jetzt sein, das muss jetzt sein. Ich weiß nicht warum. Es kam einfach. Es war jetzt nicht irgendwie Panik oder ach Gott, was ist denn jetzt? Und jetzt kann ich dies nicht mehr, jetzt kann ich meinen Job nicht mehr, weil ich konnte ab dem Moment meinen physischen Job nicht mehr ausführen. Ja, ich konnte nicht mehr raus in den Verkauf und konnte, ne, auf Provisionsbasis meine Brötchen verdienen. Das war also mit einem Schlag war das weg. So. Und, aber ich spürte eben genau diesen tiefen Frieden. Und da wusste ich, okay, du bist jetzt an einem Punkt angekommen, wo du einfach nicht mehr in der Angst bist, sondern einfach dieses tiefe Vertrauen in das Leben hast, ja. Weil du ganz genau weißt, das eine ist Gesellschaft, System, was ja per se ja nicht alles schlecht ist, aber es hat trotzdem so eine grundeigene Energie, ja. Und das andere eben, ich habe einfach gemerkt, ich kann meinen Weg ab jetzt gehen, ja, und ich habe dieses Vertrauen und es wird entstehen, ja, und all die Pläne, Was für eine Geschichte, ja. ja. Also allein du fängst an von der Sonderschule, ja. Da würden jetzt viele erwarten, ja, da ist ja dann im Leben nicht so viel möglich. Ja, denkst du? Ich gehe Ja. mittlerweile sehr So, offen damit um, ja, mit diesem Thema. genau. Ich habe lange mich versteckt dahinter, hinter diesem, also versteckt im Sinne von, ich habe mich nicht getraut, weil gerade so, ne, wenn ich noch selber noch in diesem Kollektiv drin bin und gedacht habe, ach Gott, was mögen jetzt die Menschen denken, ja, aber ganz ehrlich, umso mehr ich darüber erzähle, umso inspirierender fühlen sich die Menschen, weil sie sagen, krass, Sonderschule und schafft es trotzdem, ein Buch zu schreiben, schafft es trotzdem, unternehmerisch zu handeln, sein Geld zu verdienen, Entscheidungen zu treffen, die weit weg von der Norm sind, ja. Und das ist natürlich schon klasse. Naja, und auch im Kryptobereich, ich sage jetzt mal, für viele Menschen ist ja Krypto komplettes Neuland, komplett Komplett. fremd und sagen, kann nichts damit anfangen, das ist zu kompliziert. Und ich kann mich selber erinnern, wie ich das erste Mal mit ein Interview hatte mit jemand, der auch im Kryptobereich war. Das war Anfang 2018 schon. Da habe ich auch gedacht, nee, also Krypto, nee, viel zu kompliziert, kapiere ich nicht, verstehe ich nicht. Und ich glaube, das geht vielleicht vielen im Kopf. Muss ich denn so viel verstehen und wissen, wenn es um Krypto geht? Oder wie kamst du zu dem Krypto-Thema und was ist in deinen Augen in dem Bereich wichtig? Ja, also wie kam ich dazu? Das ist durch einen Zufall 2020 eben, ja, bin ich angesprochen worden über Facebook und über eine bestimmte Firma damals, die recht gut schon voranging von der Zeit her. Und ich war erstmal ein bisschen skeptisch gewesen und dann habe ich mir gedacht, okay, klingt irgendwie toll, klingt interessant. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt. Also kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn jemand bedenkt, dass man mich nachts aufwecken kann und fragen kann. Ja, ich kann ja praktisch alles beantworten, was so technisch, ne? So, aber ich habe keine Ahnung gehabt. So, aber ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es. Hing auch damals ein Networking dran, ja, und es war so eine Education-Geschichte, ja, wo ich einfach mich weiterbilden konnte. Aber den Großteil musste ich mir einfach selber aneignen. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, das funktioniert, das ist toll, man kann ja echt Gewinne machen. Ich habe auch in den ersten Monaten echt gute Gewinne gemacht. Ja, das war echt verrückt. Das ist natürlich nicht die Regel im Kryptomarkt, ja. Kommt immer drauf an, wie man aufgestellt ist. Aber es gibt einfach mal, gerade wenn man in so einem Bullenmarkt drin ist, und ich habe ja damals dann auch mehr oder weniger, war ich ja in so einem Bullenmarkt dann drin, also schon am Beginn, und dann ging das ja dann richtig los. Das heißt, da gab es einfach dann schon enorme Gewinne. So, und aber es gab natürlich auch dementsprechend ja Dumps, ne, wie man so schön sagt. Ja, also das durfte ich natürlich auch miterleben. So, und so habe ich mich weiterentwickelt. Ich habe den Großteil selber lernen müssen tatsächlich dann auch. Klar, es gab diese Education-Plattform, ja, aber dennoch
gab es jetzt keinen direkt, wie mich jetzt, wo man sagen kann, den kann ich jetzt mal buchen, da gibt es einen Workshop, das gab es gefühlt eigentlich noch gar nicht, ja, weil der Markt ja eigentlich noch, ja nicht eigentlich, er war noch sehr frisch, wir waren noch nicht mal bei 5% der Weltbevölkerung, ja, die Krypto kennt, ja, das Schweigen überhaupt, wenn Bitcoin, ja, also es gab tatsächlich auch welche, die kannten noch nicht mal Bitcoin, also Stand heute ist natürlich schon ganz anders, es hat sich natürlich sehr viel beschleunigt und getan, aber selbst da sind wir immer noch am Anfang. Und damals, ja, und 2020 dann, ich habe dann angefangen, mir alles beizubringen, alles zu lernen. Und es hat Monate gedauert, Monate, dreiviertel Jahr oder sowas, bis ich das wirklich mal so richtig verstanden habe. Ein paar Mal auf die Schnauze gefallen, ein paar Mal, ne, und das hat nicht funktioniert, Geld verloren, also viel Geld verbrannt. Ich habe Gelder auch ins Nirvana versendet, ohne dass ich wusste, also es war noch nicht mal irgendwie, dass ich auf einen Scam reingefallen bin, sondern ich habe halt einfach falsche Netzwerke genutzt und hab netzwerkübergreifend Gelder versendet und dann waren die Gelder halt einfach weg. Das sind so typische Anfängerfehler, die heute sehr viele auch machen. Ich habe Freunde gehabt, die haben Geld verloren, die haben gedacht, die sind schlauer als ich, haben gedacht, die machen das alleine, ich kann das schon, ich schaffe das schon, ja, ist ja nicht so schwer. Und danach haben sie mich angerufen, Stefan, kannst du mal gucken, irgendwas ist da falsch, mein Geld ist nicht angekommen. Und dann gucke ich mir das an, dann hat er halt dann Tron auf Ethereum versendet. Und damals gab es halt eben noch nicht so diese Warnhinweise wie heute. Heute hast du ja bei fast jeder Börse und Wallet dementsprechende Warnhinweise. Die hattest du damals nicht immer. Ja, war noch nicht flächendeckend. Da musstest du selber noch ganz genau aufpassen, dass du das richtige Netzwerk wählst. Ja, so als Beispiel jetzt. Genau. Und um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt schon einiges. Also es ist halt ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie mit Fiat-Geld, sage ich mal, hantiere, wo ich sagen kann, ich habe meinen Bankberater, ich habe 10.000 Euro auf Seite und der berät mich da und sagt, pass auf, mach das, mach das. Da brauche ich nicht viel. Ich brauche ein Konto, ich brauche ein Girokonto, ich brauche Geld und habe meine Beratung. Mehr brauche ich nicht. Kryptomarkt bin ich halt mein eigener Vermögensverwalter, sage ich mal. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Geld machst. Ne? Und weil der Kryptomarkt eben so kryptisch ist in verschiedenen Bereichen, es geht schon los, die meisten wissen ja noch nicht mal, wie sie anfangen sollen. Frag doch mal jemanden, der noch keine Ahnung hat, was er jetzt machen soll. Mit was soll er anfangen? Das weiß ja keiner, weil das einfach so komplex ist. Ja, ich mag jetzt gerade schnell die Frage auch einbringen, weil was fasziniert dich denn so an Krypto? Weil du hast jetzt gerade auch so gesagt, ein Freund wollte das selber machen, hat dann ins Nirvana überwiesen. Das ist ja durchaus etwas, was vielen Menschen, also was dir ja auch passiert ist, was ihm passiert ist, was vielen passiert. Also was findest du so faszinierend und was ist zu beachten, wenn man in diesem Bereich starten möchte? Ja, für mich war schon immer gerade so technische Entwicklungen oder wenn sich einfach Dinge verändert haben, sich vereinfacht. Und ich sehe das in meiner Welt immer aus der Warte, ich kann es positiv für mich für etwas nutzen. Da ist es mir völlig egal, ob es auf der anderen Seite auch eine Horde Menschen gibt, die es dann missbrauchen. Ja, das ist ja wie mit einem Messer genauso. Ich kann mit einem Messer ein Butterbrot schmieren oder ich kann auch andere Dinge damit machen. Also, ne, das ist immer so. Ich sehe das immer aus meiner Warte. Es ist eine positive Entwicklung und mich fasziniert einfach ja die Entwicklung, die Technik, was möglich ist. Wenn ich bedenke, ich habe mit 16 mein erstes Klapphandy bekommen mit so einer Antenne, so ein Prügel. Mein Vater hatte ein Autotelefon im Wohnmobil, ja, das war so ein Apparat gewesen mit einem Hörer und mit einem Kabel, ja. Und wenn ich bedenke, dass wir heute Tja. das Business starten können, ein komplettes Leben letztendlich dokumentieren können. Und das nur an diesem Ding und vielleicht noch kleiner oder größer, ja, dann fasziniert mich das einfach. Und was fasziniert mich noch? Diese Unabhängigkeit, gerade auch finanziell und auch dieses frei arbeiten können letztendlich, je nachdem, wie man sich das natürlich aufbaut. Und die Möglichkeit, sich auch passive Einkommensmöglichkeiten aufzubauen. Ja, das fasziniert mich. Klar, um passiv etwas zu bekommen, muss ich natürlich vorher auch aktiv erstmal was machen. Ja, das hört sich natürlich immer sexy an, wenn man sagt, passives Einkommen, aber die meisten vergessen, dass sie trotzdem eine gewisse Vorleistung bringen müssen, bevor passiv überhaupt irgendwas entsteht. Ja.
Und da, aber das ist genau das, was mich neugierig macht. Was ist möglich? Was kann ich machen, wenn ich da jetzt was reinlege, wenn ich da was anlege, wenn ich da jetzt unterstütze oder wenn ich hier wieder, was kann daraus alles entstehen? Ja, und es entstehen auch so wundervolle Verbindungen. Also ich merke das jeden Tag. Ich bekomme jeden Tag neue Menschen in mein Feld. Und Kryptomarkt ist gar nicht so oberflächlich, wie viele immer glauben. Ja, das wird immer in gewissen Kreisen, sage ich einmal, wird das natürlich schon immer, ja, Krypto ist rein und raus und hoffentlich ganz schnell 100x, 1000x, ja. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich selbst auch durch den Kryptomarkt sehr viel transformiert habe. Ich habe sehr viel gelernt. Ich bin sehr gewachsen in den letzten 3 Jahren und ja, habe sehr viel gelernt. Ja. Genau, also lass uns nochmal hinschauen. Zum einen, was braucht es für jemanden, der relativ neu ist und neu starten möchte in diesem Bereich? Was ist wichtig für den Anfang? Und dann natürlich die andere Frage, den Punkt, den du jetzt gerade noch angesprochen hast. Krypto wird ja dann ganz oft in Verbindung gebracht, nur mit viel Geld vermehren so Ja. oder viel Geld machen, wie auch immer das immer. Und du hast gerade gesagt, das hat dein Leben transformiert. Du verbringst es in Verbindung mit Spiritualität, gern auf das auch nochmal eingehen. Aber erst, was ist für jemand, der neu startet, wichtig? Ja, jemand, der neu startet, ist grundsätzlich wichtig, dass er sich einfach erstmal auch klar macht, was will er überhaupt mit dem Kryptomarkt, ja? Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen paradox klingen, aber bin ich denn überhaupt bereit für den Kryptomarkt und wie gehe ich mit meinen Emotionen, mit meiner Angst auch um? Ja, das mal so die grundlegendsten Geschichten, die viele halt einfach so außen vor lassen und unterschätzen. Aber glaub mir, irgendwann kommst du an einen Punkt im Kryptobereich, wo die Emotionen die Überhand haben, wenn du es zulässt und dann die Fehlentscheidungen triffst. Immer dann, wenn ich emotional Entscheidungen getroffen habe, habe ich verloren. Das, ja. Viele sagen zwar, ne, Emotionen und nach Gefühl und mach das mal, aber trade mal nach Gefühl. Ich möchte mal sehen, wie dein Schnitt danach aussieht. Ja, aber du bist so dermaßen angebunden, dass, ne, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann, das ist schier unmöglich, weil dieser Markt so auf der einen Seite berechenbar, aber auch unberechenbar ist. Ja, und wenn man da einfach nicht mit einer bestimmten Strategie vorangeht, dann verliert man auf jeden Fall. Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach genau solche Skills anzueignen, was das Mindset betrifft. Das ist das eine, das Mindset. So, und dann brauche ich, was ich immer anpreise, auch in meinen Workshops, in meinen Einsteiger-Workshops und fortgeschrittenen Workshops, die Infrastruktur. Die Infrastruktur muss stehen. Jeder braucht eine Infrastruktur. Das brauche ich in meinem Privatleben, brauche ich eine Infrastruktur, dementsprechend, wie ich mich fortbewege. Ich brauche in meinem Berufsleben eine gewisse Infrastruktur und ich brauche auch beim Investieren eine Infrastruktur. Ja, also das heißt, wo überweise ich mein Geld hin? Ja, und wie tausche ich mein Geld? Wo kaufe ich meine Kryptowährungen? Wo lagere ich meine Kryptowährungen? Ja, wo macht es am besten Sinn? Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, was ist mein Risikomanagement? Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, okay, will ich kurz-, mittel- oder langfristig? Es ist ja alles möglich. Ja, ich habe auch ein Zockerbudget, wo ich sage, okay, mit dem Geld zocke ich. Wenn das mal verloren geht, mein Gott, dann geht es halt verloren. Aber diese Schritte muss ich einfach für mich im Voraus einfach parat haben. Ich muss einfach auch bereit sein, etwas zu riskieren und etwas zu verlieren, weil der Kryptomarkt ist halt sehr volatil. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist jetzt nicht wie im Aktienmarkt oder sowas, ja, wo wir hier über 30 Jahre stabile Geschichten eventuell haben. Aber der Kryptomarkt ist, du kannst heute richtig gute Rendite machen oder gute Gewinne und morgen kannst du wieder pleite sein. Ja, je nachdem. Dann haben wir schon alles gehabt, ne? Von heute auf morgen, ne, habe ich auch aus 300 habe ich 5.000 gemacht, ja, und dann ist aus den 5.000 wieder 300 geworden, ja. Das sind so diese Scam-Projekte, die man so Meme-Coins, wo man halt einfach mal so investiert hat damals, ja. Also alles möglich. Genau. Und ich glaube, weil du gerade den Punkt ansprichst, umso wichtiger ist es gerade im Kryptobereich, sich damit zu beschäftigen, sich etwas breiter aufzustellen und sich nicht auf
auf ein Projekt, auf eine Kryptowährung zu verlassen. Es Genau. gibt viele, die Verfechter sind von einem. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich und aufgrund unserer Erfahrung ist so, dass ich einfach sage, es ist sehr, sehr wertvoll, wenn wir nicht nur, nehmen wir ein Beispiel Bitcoin, ich glaube, das ist das bekannteste, nicht nur einen Bitcoin haben, sondern uns sehr, sehr breit aufstellen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es ein sehr, sehr guter Lehrmeister, in diesem Bereich überhaupt unterwegs zu sein. Denn wie du gerade gesagt hast, mit den Emotionen, dieses Spannende, dieses Auf und Ab zu erleben, wir lernen unglaublich viel über uns selber. Und es Genau. gilt auch, die ganzen Fragen im Vorfeld anzuschauen. Wie Ja. viel Risikomanagement hast du angesprochen? Ich glaube, so ein Punkt, der ganz oft übersehen wird, weil häufig gerade in dem Bereich nur gesehen wird, was die Ergebnisse sein können. Und ja, aus 300 können 5000 werden über Nacht. Und gleichzeitig ist eben auch die andere Richtung möglich. Ja, das ist. Genau, richtig. Und wenn du da keine Exit-Strategie hast, ja, dann können auch aus den 5.000 wieder ganz schnell die 300 werden, ja. Also das war bei mir damals so gewesen. Ich habe mir gedacht, okay, da geht bestimmt noch ein bisschen was. Das Ganze wurde gehypt, ja. Und dann hatte ich auch bloß ein paar Stunden diese 5.000 und habe dann halt bloß ein bisschen was raus, aber dann sind halt wieder 300 geworden, ja. Und gut, aber genau, ne, so lerne ich, so lernt jeder. Und dann den anderen Punkt mit der Transformation, ja, genau. Für mich ist Krypto Persönlichkeitsentwicklung höchsten Grades. Wirklich, weil du hast gerade schon angesprochen, ich werde hier natürlich dementsprechend konfrontiert. Ich bin gerade was finanzielle Themen betrifft und ich arbeite mit so vielen Menschen zusammen, die finanziell jetzt auch nicht gerade immer top aufgestellt waren. Ja, und natürlich habe ich auch Menschen, die auch ein gewisses finanzielle Polster haben, aber trotzdem auch so ihre Themen am Laufen haben. Ja, so. Und in den letzten 3 Jahren hat sich so viel gereinigt, auch in meiner Welt ist so viel in die Heilung gegangen und gerade auch was so finanzielle Themen, ja, da hatte ich auch noch so ein paar Blockaden in mir drin, ein paar Glaubenssätze und ich habe plötzlich gelernt, mit höheren Summen auch rumzujonglieren. Ich habe ja auch Gelder verwaltet, in Anführungsstrichen, also mitgestaltet, was Diversifikation betrifft, ja, was das Verteilen der Kryptoassets betrifft, also Kryptowährungen, ja, das waren teilweise über 500.000. Ne? Ich habe also noch nie in meinem Leben zuvor irgendwie mit 500.000 was zu tun gehabt. Ja, bei mir war der Horizont, sage ich mal, so 100.000 irgendwo zu Ende. Ne? Auch so, ne? Auch so vom selber Geld verdienen oder sowas. Ja. Ja, und das ist halt so Ebenen, so diese Ebenenarbeit. Ja, und irgendwann kommt man dann Schritt für Schritt. Und heute ist für mich 500.000, Millionen, was so auch Portfolien betrifft von anderen, ja. Also ist ein interessantes Bild und ist spannend zu sehen, wie sich solche Kryptowährungen natürlich entwickeln können. Ja. Und aber es macht was mit einem, weil eben genau diese emotionalen Themen halt einfach da sind, ja. Und ich saß oft da und habe geweint, ja, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie und was, aber was ist jetzt hier eigentlich los, ja. Und aber ich habe mich dann wieder gefangen und habe mich dann wieder zurückgepfiffen und habe gesagt, okay, komm, Stefan, dann weiter lernen, weiter dranbleiben. Ja, du kannst nur besser werden und das System an für sich ist ja nicht schlecht, das, was das da gibt, ist nicht schlecht, sondern du musst einfach nur besser werden, du musst einfach dich noch mehr informieren, du musst da einfach noch solider werden. Und ja, und so ist dann eben auch jetzt mein Krypto-Spirit eben auch entstanden, eben weil ich eben ja für mich festgestellt habe, erfahren habe, dass das für jeden ein Gewinn sein kann. Selbst wenn du verlierst, kannst du nur gewinnen. Das ist so ein cooler Slogan, der so entstanden ist. Selbst wenn du im Kryptomarkt verlierst, gewinnst du. Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aus welcher Perspektive sehe ich mein Leben. Ja, natürlich kann ich auch sagen, Ja. shit, Kopf in den Sand, Mist, ich gehe raus. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass du durch den Kryptomarkt einfach eine schnellere Transformation hinlegst, wo du einfach gezwungen wirst, letztendlich, ja, in die Veränderung zu gehen. Weil ansonsten kommst du ja auch nicht mehr mit. Das ist ja noch der andere Punkt, ja. Genau. Also du hast gerade so viele wichtige Punkte angesprochen. Stefan, zum einen ist ja das Schöne, dass beim Kryptomarkt jeder starten kann, mit ganz wenig genauso wie mit ganz viel. Also das ist ja vollkommen unerheblich, wo jemand steht. Jeder kann in diesem Bereich loslegen und starten. Das finde ich schon mal
Faszinierend auch, ja. Und dass man Step by Step sich einfach auf einmal Dinge lernt im Gehen sozusagen. Das ist wie beim Autofahren, ich kann es auch nicht sofort, sondern ich lerne es halt. Und dieser es braucht keinen Krypto-Führerschein von außen, aber ich darf selber lernen mit den Dingen und vor allem mit den Emotionen und mit all dem, was damit verbunden ist, umzugehen. Und diese Transformation, das kann ich nur bestätigen, ist, glaube ich, schon enorm, weil jeder von uns hat ja so ein Geldbarometer sozusagen, wo es irgendwann so eine Grenze ist, ja. Und dann auf einmal zu entdecken, wow, da geht ja viel, viel mehr. Ich weiß, meine allererste in meiner Selbstständigkeit, wie ich damals nach dem Kloster war, das allerdings noch, aber meine ersten 1000 Euro im Monat verdient habe, da fand ich das enorm viel Geld, ja. Mein Papa hat mir gesagt, Mädel, denk mal an Steuer und Co. Das war für mich noch gar nicht dran, aber man darf ja einfach mitwachsen und dann waren 5000 viel Geld und dann dachte ich, boah, 10. Also es ist ja immer so dieses Wachstum, ja. Und im Kryptobereich ist es halt so, dass der Wachstum oftmals sehr viel schneller vonstatten geht. Und ich glaube, das ist eine, diese Geschwindigkeit, die hier oft vonstatten geht, ist schon sehr, sehr spannend. Und gleichzeitig, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, oh, Krypto, um Gottes Willen, ja nicht, ich habe da schon mal was gemacht, ich habe verloren und dann ist es sozusagen erledigt. Und ja, wir haben auch verloren, du auch. Ich glaube, egal wo, selbst beim Laufen lernen fallen wir hin. Und Ja. es gilt halt auch für das Thema Finanzen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und in meinen Augen auch nicht aufzugeben, sondern aufzustehen und neu zu schauen und zu sagen, was habe ich und was kann ich daraus lernen und wie geht's einfach besser, wie geht's sinnvoller. Ja, möchte ich ganz kurz mal was dazu sagen. Genau. Dafür stehe ich jeden Morgen auch auf, letztendlich, nämlich den Menschen etwas Solides an die Hand zu geben, wie so eine Schule, Krypto-Schule, ja, eben nicht. Viele haben den Einstieg über irgendwelche Scam-Projekte und haben dann einen komplett, muss ich ganz ehrlich so sagen, einen komplett falschen Eindruck vom Kryptomarkt, ja, und sagen dann, okay, habe ich keinen Bock drauf, ich ziehe mich wieder raus. Ist schade, weil das Potenzial enorm groß ist, ja, was den Kryptomarkt betrifft, ja. So, ich stehe dafür auf, um Menschen genau diesen Weg aufzuzeigen, wie sie sich erstens vom Mindset her und vom Kryptowissen her fundamental aufstellen können, damit sie dann vorbereitet auf den Kryptomarkt. Also sie kriegen ja auch den psychologischen Aspekt, sie kriegen Mindset, sie kriegen auch das Thema Emotionen, ja, sie kriegen das Thema Wissen, was den Kryptomarkt betrifft. Da ist also wirklich das komplette Basiswissen kriegen sie in meiner Welt an die Hand, um letztendlich darauf aufzubauen, weil sie dann ja wissen, okay, da, ich habe die Basis und darauf kann ich aufbauen. Und deswegen ist das so wichtig. Absolut. Ich glaube, du sprichst gerade zwei wichtige Punkte an. Das eine ist wirklich dieses Wissen, sich anzueignen, das Basiswissen, weil Ja. ein Basiswissen braucht es. Ich glaube, ich muss nicht in die Tiefe Krypto verstehen. Das ist gar nicht notwendig. Also ich brauche auch mein Auto nicht verstehen und kann trotzdem fahren. Aber ich muss halt wissen, Zündschlüssel, Gang einlegen, ja, Bremse, Gas, also die grundlegenden Dinge. Und so ist es, glaube ich, im Kryptobereich auch die Basis, das Basiswissen zu verstehen. Ja, ich muss meine Infrastruktur kennen, genau. Ich muss wissen, Genau. wie ich empfange. Genau. Ich muss wissen, wo ich handeln kann, wo ich kaufen, verkaufen kann. Ja, das muss ich wissen. Ich muss wissen, wo ich meine Gelder hinlegen kann, wo ich sie sichern kann. Ich muss wissen, wie die Sicherheitsmerkmale sind im Kryptobereich, dass ich dementsprechend auch nichts verliere an Vermögenswerte. All das muss ich schon wissen. Ja, und wie du schon Absolut. sagst, nein, ich muss nicht wissen, wie eine Blockchain in der Tiefe funktioniert. Natürlich kann man sich darüber informieren, dass man so ein bisschen einen Eindruck vom Kryptomarkt bekommt. Das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber meine Workshops sind wirklich auf absoluter Basis, ne? Also ich versuche das wirklich und ich kriege so viele Feedbacks rein. Du hast ja auch schon Ja, mitgekriegt, ja. so viele Feedbacks, die sagen, so klar und so einfach verständlich, ohne große Fachbegrifflichkeiten, ja, und das ist dann schon spannend zu hören, dass das auch weiterhilft, ja, wirklich eine Ja, solide. und das Schöne, Stefan, da vielleicht einzuhaken bei deinem Workshop,
die Fachbegriffe, ja, in dem Bereich, wir haben gerade vorher schon Bullenmarkt angesprochen. Jemand, der noch nie was gehört hat, weiß nicht, was ist ein Bullenmarkt. Und Genau. ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wenn ich irgendwie einen Kurs mache und mich damit beschäftige oder ob ich persönlich so einen Workshop mitmache, wo ich jederzeit nachfragen kann, was ist denn damit gemeint, was ist das genau, oder du einfach die Dinge dann ganz einfach und transparent erklärst. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ja. Ja, also klar, also jemand kann natürlich schon sich ein Dreivierteljahr Zeit nehmen und sich alles aneignen über YouTube und so, ne? Aber er kann aber auch die Abkürzung nehmen und sagen, okay, ich buche mal da jetzt halt einfach jemanden, ja, der da prädestiniert ist dafür und der einfach die Expertise hat, ja, und lerne dann genau die wichtigen Schritte, ja, die wirklich am Anfang essentiell sind, weil das, wenn ich das in Eigenrecherche mache, weiß ich das ja erstmal. Ich bewege mich ja erstmal irgendwo, aber ich weiß nicht wirklich, wo ist der Anfang, wo ist das Ende, wo ist die Mitte. Ne? Ich muss mir das alles selber, so wie ich das ja gemacht habe. Ich hatte ja, wie gesagt, niemanden großartig. Letztendlich ist es dann erst später komplett rund geworden und heute kann ich das sehr vielen Menschen einfach zeigen auf einer einfachen Art und Weise, ja, weil ich halt einfach, ja, Fehlerquote ist halt auch sehr, sehr gering dann auch bei den Menschen, weil sie halt einfach wissen, okay, ich kriege hier jetzt dann auch in Zukunft noch ein Workbook an die Hand, ich habe ein PDF für die Begrifflichkeiten, für den Vorgang, senden, empfangen, dass eine gewisse Sicherheit auch da ist. Für die Menschen ist ja auch das Thema, hey, da ist jemand, den kann ich auch kontaktieren, wenn ich mal gerade irgendwie eine Frage habe, wenn ich gerade nicht weiß, wie es funktioniert, weil ich Angst habe, ich mache da vielleicht was falsch. Das ist mir lieber, als wenn sie auf eigene Faust irgendwas probieren und dann Geld versemmeln. Ja. Ja. Boah, ich glaube, dieses Krypto-Thema, wir könnten da noch tief eintauchen und auch stundenlang weiterreden, weil es so spannend, vor allem in dieser Kombination mit Spirit und Ja. Krypto. Trotzdem ganz kurz noch drei praktische Punkte für unsere Zuschauer, Zuhörer. Was gilt es in deinen Augen zu beachten, wenn man ja hier startet, wenn man hier anfängt? Ja, was ist in deinen Augen wichtig? Ja, also wenn du im Kryptomarkt starten willst, wie gesagt, ist wichtig, was ich schon gesagt habe, grundsätzlich Skills aneignen für Mindset. Praktisch geht es darum, dass du eine Infrastruktur aufbaust, dass du eine Wallet hast, dass du eine Börse hast, dass du ein funktionierendes Girokonto hast oder Kreditkarte, ja, dass du da einfach eine in sich geschlossene Infrastruktur hast und dass du auch darauf achtest, wenn du sendest oder empfängst, dass du über die richtigen Netzwerke Blockchain, ja, versendest, also dass du, ich sage jetzt mal, Bitcoin auch über Bitcoin-Netzwerk versendest und Ethereum über Ethereum, Tron über Tron, ja, und nicht netzwerkübergreifend. Es gibt natürlich Regeln, bestätigen die Ausnahme, aber das würde zu weit führen. Das wären jetzt mal so die Tipps, die jetzt einfach jemand, der in den Kryptomarkt einsteigt, beherzigen sollte auch. Ja, Sicherheitsmerkmale. So gerade so was Private Keys betrifft, Sicherheit als Seed-Phrasen und so, gerade wenn ich ein Wallet aufmache. Ganz, ganz wichtiger Tipp ist, nicht per Screenshot auf dem Telefon halten oder am Laptop auf dem Computer, sondern aufschreiben, Word-Dokument, ausdrucken und abheften. Und am besten zwei, dreimal und an verschiedenen Orten hinterlegen, weil es gibt mittlerweile eben auch genug gewiefte Hacker und Möglichkeiten, die dann auch das Internet durchscannen von Screenshots, die genau diese Passphrasen haben, beinhalten. Und dann ist das für die ein leichtes, an deine Wallets auch ranzukommen. Das ist mal so ein Master-Tipp, genau. Also, danke dir noch für diesen Master-Tipp zum Schluss, für diesen Sicherheitshinweis. Der ist wichtig. Wallet übrigens dein eigener Geldbeutel, ein digitaler Geldbeutel sozusagen. Sicherheit ist total wichtig. Wir sind uns, das ist, ich sage es mal, die Vor- und Nachteile dieser Freiheit im Bereich Kryptowährungen ist, dass hier so unendlich viel möglich ist und dass wir auf der anderen Seite wirklich selber verantwortlich sind, wie du vorher gesagt hast. Unser eigener Vermögensverwalter sozusagen. Ja, Stefan, eigentlich. ich sage ganz, ganz lieben Dank für diesen Einblick jetzt erstmal so in dein Leben, in das Thema Krypto und Spirit auch. Und wenn du es gehört hast und das Gefühl hast, wow, das war jetzt aber kryptisch. Wir verlinken unten, Stefan macht Workshops für Anfänger, für fortgeschrittene Trainings. Melde dich sehr gern bei ihm und geh rein, und wenn es dir gefallen hat, teile das Video gern mit deinen Freunden. Ich sage lieben Dank dir, Ich euch sage allen. auch.
Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und denk dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher gilt auch im Kryptobereich lieber unperfekt begonnen wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich auch finanziell freies Leben. Deine Amata. Ciao.